Ein Foto heizte Gerüchte um eine mögliche vierte Schwangerschaft von Herzogin Carter an. Ein Insider soll verraten haben, Carter erwarte Zwillinge ob Date vom 18. September 2019. Es war die Royalie-Nachricht der Woche. Herzogin Carter, Englands Royalie-Vorzeigemutter, soll angeblich wieder schwanger sein, dieses Mal mit Zwillingen. Nun sind neue Details durchgesickert. Bei dem anstehenden Nachwuchs soll es sich laut einem Insider um zwei Mädchen handeln. Das berichtet die Frauenzeitschrift intouch.wunderweib.de und beruft sich dabei auf das amerikanische OK Magazin. Herzogin Carter, Zwillinge. Sollen angeblich zwei Mädchen sein, bereits jetzt sollen die Kleinen das Royalie-Traumpaar ordentlich auf Trab halten. Angeblich versuchen Carter und William momentan herauszufinden, wie sie den Übergang von einer 5- zu einer 7-köpfigen Familie am besten organisieren. Sogar über die genauen Pläne will der Insider Bescheid wissen. Im Moment ist geplant, Charlotte den Flur hinunter in ein Schlafzimmer für große Mädchen zu bringen, damit das Kinderzimmer der Babys näher sei. Karte ist alles fürs Babyzimmer gibt es bei Seth Müller zu unschlagbaren Angeboten. Werblicher Link, Karte und William. Neuer Nachwuchs sollen Royals jetzt schon auf Trab halten, auch wenn die Gerüchteküche Tag für Tag weiter brodelt. Vom Palast gab es bisher kein offizielles Statement. Royal-Fans dürfen also weiter gespannt sein, ob Date vom 17. September 2019. Spektakuläre Nachrichten aus dem britischen Königshaus. Nach den Schwangerschaftsgerüchten um Herzogin Carter wird nun berichtet, dass die Ehefrau von Prinz William sogar Zwillinge erwartet. Unter Berufung auf das amerikanische OK Magazin berichtet das Boulevardportal Nebidair.com, Carter sei mit zwei Mädchen schwanger. Ein Insider soll außerdem ausgeplaudert haben, dass die werdenden Eltern total begeistert und dankbar seien. Carter sei absolut sprachlos gewesen. Kein Wunder. Sollten sich die Gerüchte bestätigen, wären es die ersten Royalen-Zwillinge seit mehr als 500 Jahren. Herzogin Carter, ist sie wieder schwanger? Zärtliche Gäste heizt Gerüchte an. Ursprungsmeldung vom 15. September 2019. London, George, Charlotte und Louis, Prinz William und seine Frau Herzogin Carter sind bereits mit drei munteren Kindern gesegnet. Geht es allerdings nach der Meinung zahlreicher Medien und der Fans des Royalenpaares, muss das bei weitem noch nicht heißen, dass deren Familienplanung damit bereits abgeschlossen ist. Nun ist ein neuer Schnappschuss aufgetaucht, den viele als Indiz für eine vierte Schwangerschaft der 37-jährigen werten Herzogin Carter. Neue Schwangerschaftsgerüchte. Wegen dieser Gestesie halten Annettes Pläuschen und lachen sich an. Herzogin Carter und die britische TV-Persönlichkeit Maribel scheinen bestens miteinander auszukommen. Das zeigte sich mal wieder, als die beiden Damen unlängst bei der Eröffnung des Kinderspielplatzes Buckinghamshire im englischen Wokensura zusammentrafen. Wie die Gala berichtet, sollen die beiden des Öfteren in Gelächter ausgebrochen sein und sich blendend verstanden haben. So scheint ihre Stimmung gar so gut gewesen zu sein, dass es nun vor allem eine vertraute Gästin Marie Beres ist, die die Schwangerschaftsgerüchte um Herzogin Carter nun erst recht befeuert, so zeigt eine Aufnahme, wie die 84-jährige Carter ganz behutsam umarmt und dabei eine Hand auf den Bauch der Herzogin legt. Was zwar genauso gut einfach nur Ausdruck der Zuneigung sein könnte, die Marie Beres für die Herzogin von Cambridge verspürt, interpretieren Mursch als klaren Beweis dafür, dass die Gattin von Prinz William tatsächlich wieder Nachwuchs erwarten könnte. Carter und William. Spekulationen über weiteren Nachwuchs reißen nicht ab. Genau darüber wird zudem bereits seit einiger Zeit wieder eifrig spekuliert. So meint auch der Royalie-Kommentator Phil Dampier laut der britischen Sun, es würde ihn nicht überraschen, wenn das königliche Paar bald Baby Nummer 4 bekäme.
Seine Einschätzung begründet er damit, die Herzogin würde nicht nur das Familienleben lieben, sondern könnte aufgrund einer weiteren Schwangerschaft auch gleich einen Grund haben, um sich von der vordersten Front der Royalin Pflichten zurückzuziehen, welche sie nicht sonderlich genieße. Außerdem könne ein viertes Kind ein ganz neues Gleichgewicht in Williams und Kates Familie bringen. Denn weiterer Nachwuchs würde nicht nur bedeuten, dass der jüngste Prinz Louis einen Spielkameraden in ähnlichem Alter bekäme, sondern es würde auch die Chance bestehen, dass das Prinzenpaar dann zwei Mädchen und zwei Söhne hätte. Momentan ist das Nesthäkchen der Familie mit seinen knapp anderthalb Jahren gleichzeitig nämlich auch ein wenig der Nachzügler, schließlich haben seine großen Geschwister gerade erst ihren ersten Schultag erlebt. Doch gerade bei Carlottes Einschulung waren die Blicke hauptsächlich auf deren Mama gerichtet. Was ist dieses Mal dran an den Babygerüchten um Herzogin Kate? Das hat sich mit den neuesten Spekulationen auch nicht geändert. Wie viel Wahrheit dieses Mal allerdings tatsächlich dahinter steckt, bleibt abzuwarten. Immerhin hieß es bereits vor Monaten, Herzogin Katharine wäre in anderen Umständen. Damals haben sich die Vermutungen allerdings nicht bewahrheitet, denn sonst würden sich die Fans im wahrsten Sinne des Wortes wohl bereits über einen lebenden Beweis freuen. Video: Prinzessin Carlottes erster Schultag, so sprechen Lehrer sie an.